The Pokémon Company und Chansoft Presents Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Willst du dein Abenteuer speichern? Yep. Ach ja, diese ewigen Ladezeiten. Kapitel 2, die neuen Gegenrekruten. Hier ist die Knuddelluftgilde. Wer ein Erkundungsteam bilden will, muss das Team hier registrieren lassen. Danach muss man trainieren, bis man zu einem erstklassigen Erkundungsteam geworden ist. Oh je. Irgendwas in diesem Ort ist komisch, ganz eindeutig komisch. Nein, diesmal ist Rack bei mir. Ich darf nicht Falke sein. Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck? Wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von Vulpix. Nein, ich kann erst nicht aufgeben. Die Stimmen sind so gruselig. Oh mein Gott. Du darfst eintreten. Du hast jemanden mitgebracht. Der Fremde soll seinen Fußabdruck zeigen. Los. Ich glaube, das gehört dir, Jack. No shit. Ich dachte denen, die sich im Gebüsch verstecken. Du solltest deinen Fußabdruck zeigen. Da ist ein Gitter über dem Loch. Man kann offensichtlich nicht durchfallen. Ja. Das ist zwar nicht so offensichtlich gemacht, aber ja, wenn du das sagst. Trotzdem, sehr seltsam. Es sieht so aus, als würde es an einem Fuß kitzeln oder so. Oh mein Gott. Hey du, Fremder, stell dich auf das Gitter! Pokémon entdeckt, Pokémon entdeckt. Wessen Fußabdruck, wessen Fußabdruck? Der Fußabdruck ist von... Was ist los? Wache! Wache! Was ist los, Wachpostendiktor? Der Fußabdruck ist... Vielleicht ist der von Shinux. Was, vielleicht? Aber so einen Fußabdruck sieht man hier für gewöhnlich nicht. Ach, faule Ausrede. Die Fußabdrücke von Besuchern zu bestimmen? Das ist doch dein Job, Diktor, oder nicht? Ja, aber wenn ich einen Fußabdruck nicht kenne, erkenne ich ihn nicht. Bestes Argument. Wie? Streiten Sie sich etwa? Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Nun, es stimmt schon, dass man in dieser Gegend keine Shinux... Aber du scheinst nicht böse zu sein. Das habe ich an deinem Fußabdruck erkannt und damit an deiner Rasse. Und, ja, diese Dudes sind rassistisch, aber... Scheiß drauf. Dieses Spiel ist trotzdem geil. Aber du scheinst nicht böse zu sein. Okay, das reicht. Eintreten. Oh Mann. Ich bin ganz nervös und hibbelig. Aber ich bin froh, dass wir endlich hinein dürfen. Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Wie auch immer, gehen wir rein. Da ist eine Luke, die nach unten führt. Wow. Das ist also die Knuddelluftgilde. Gibt es aber viele Pokémon. Ob alles zum Erkundungsteam gehören? Verzeihung. Ihr beide seid gerade hereingekommen, ja? Genau. Ich heiße Plauderei. Ich habe hier das Sagen. Ich bin die rechte Hand von Gildenmeister Knuddeluff. Und nun, kusch, verlasst unsere Gilde. Wir haben keine Zeit für Vertreter und alberne Umfragen. Wenn ich bitten darf... Nein, das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen ein Erkundungsteam gründen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen als Erkundungsteam trainiert werden. Was? Als Erkundungsteam? Es kommt selten vor, dass junge Spunde wie ihr sich bei der Gilde bewerben. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie hart das Training ist. Der nicht enden wollende Strom von Pokémon, die wegen des harten Trainings davonlaufen, ist der beste Beweis. Verzeihung, aber ist das Training für Erkundungsteams so brutal? Was? Nun ja, nein, natürlich nicht. Nicht im geringsten. Unser Trainingsprogramm für Erkundungsteams könnte nicht leichter sein. Tja, ich wünschte, ihr hättet gleich gesagt, dass ihr ein Erkundungsteam gründen wollt.
Welch ein Sinneswandel. Okay, lasst uns euer Team sofort einschreiben. Folgt mir. Oh, stimmt etwas nicht? Kommt hierher. Beeilt euch, bitte. Dies ist die untere Gildenebene 2. Hier arbeiten die Lehrlinge die meiste Zeit. Zur Anmeldung bitte hier entlang. Kommt bitte mit. Wow, wir sind im zweiten Untergeschoss. Man kann trotzdem nach draußen sehen. Oh, bitte, Ruhe jetzt. Die Gilde ist an die Seite einer Klippe gebaut. Selbstverständlich kann man nach draußen sehen, Vollidioten. Oh. Nun stehen wir vor der Kammer des Gildenmeisters Lulluf. Seid auf keinen Fall, ich wiederhole, keinen Fall dem Gildenmeister gegenüber respektlos. Gildenmeister, hier ist Plauderguy, ich komme herein. Gildenmeister, ich bringe jetzt zwei Pokémon, die Lehrlinge unserer Gilde werden möchten. Das Poster ist cute. Gildenmeister? Hallöchen, ich bin Knuddeluff, ich bin der Meister der Gilde. Ihr wollt ein Erkundungsteam gründen? Na dann, auf geht's! Als erstes müssen wir den Namen eures Erkundungsteams registrieren. Der Name eures Teams lautet... Oh, der Name unseres Teams... Ich habe mir noch keinen Namen überlegt. Welchen Namen würdest du denn gut finden, Drake? Pokepakt. Naja, also... Ja, ich habe mir schon Namen überlegt beim letzten Mal. Davor hatte ich aber, auch ziemlich gestruggelt, also... Normalerweise bin ich scheiße im Namen, muss denken. Wundert euch demnächst nicht, falls immer sowas kommt. Und ich denke, ich nenne das Team Evisea. Vielleicht sagt das einigen von euch was. Den meisten wahrscheinlich eher nicht, aber hier wird auf dem Kanal, werdet ihr schon oft davon hören. Hoffe ich zumindest. Ist der Name Evisea okay? Yep. Credits gehen übrigens raus an Super D. Der wird das hier wahrscheinlich hier schauen, aber scheiß drauf. Evisea? Team Evisea. Das gefällt mir, ein guter Name. Er passt perfekt zu uns. Dann hätten wir das. Ich registriere euer Team unter dem Namen Evisea. Registriere. Alles registriert. Luffy! Glückwunsch! Ab heute seid ihr offiziell ein Erkundungsteam. Zu diesem Anlass überreiche ich euch das hier. Knuddeluff überreicht ein Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Pokémon-Erkundungsteam-Kit? Yep, ein Erkundungsteam braucht eines. Schnell, macht es auf. Vulpix öffnet das Pokémon-Erkundungsteam-Kit. Erstmal die Box verkaufen. Ich meine, die ist aus Gold. Ne? Voll geil, ey. Ist bestimmt voll viel wert. Darin sind ein Erkundeorden, eine Wunderkarte und ein Schatzbeutel. Ja, da sind lauter tolle Items drin. Das ist euer Erkundeorden. Er ist das offizielle Erkennungszeichen eures Teams. Und diese Wunderkarte ist einfach wunderbar praktisch. Dann ist da noch der Schatzbeutel. Darin bewahrt ihr auf, was ihr in den Dungeons findet. Wenn ihr als Erkundungsteam Erfolg habt, könnt ihr das Fassungsvermögen eures Schatzbeutels vergrößern. Es ist einfach ein wundervoller Beutel. Werft doch einmal einen Blick in euren Schatzbeutel. Vulpix wirft einen Blick in den Schatzbeutel. Darin ist das Item Zinkband. Es ist auch ein hellblauer Band darin. Das sind zwei besondere Items. Sie werden euch auf euren Abenteuern sicherlich von Nutzen sein. Danke, wir werden unser Bestes geben. Jep, aber im Moment seid ihr nur Lehrlinge. Gebt euer Bestes und trainiert. Das werden wir. Lasst uns immer unser Bestes geben, Drake. Yo, let's go. Alles klar. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Auf dieses Sprite, ey. Das ist euer Raum. Hurra, wir bekommen Betten. Hier werdet ihr wohnen, solange ihr für uns arbeitet. Ab morgen werdet ihr alle Hände voll zu tun haben. Steht früh auf und fangt an, nach unserem strengen Kodex zu leben. Bleibt nicht lange auf, geht heute früh ins Bett. Das ist alles. Sorry übrigens, wenn ich manchmal die Synchro vergesse. Ja, bin auch nicht so geübt darin, wie man vielleicht merkt.
Sag, Drake, bist du noch wach? Ich hatte den ganzen Tag Herzrasen, aber ich bin froh, dass ich endlich überwunden habe, dass ich mich endlich überwunden habe, herzukommen. Ich habe mich Knuddelhof irgendwie gruselig vorgestellt, aber er war richtig nett. Morgen erwartet uns zwar eine Menge Neues, aber ich habe keine große Angst. Eigentlich kann ich es kaum erwarten, neue Abenteuer zu erleben. So langsam bin ich müde. Gehen wir morgen unser Allerbestes. Okay, Drake, schlaf gut. Auf einmal bin ich Lehrling dieser Gilde. Ich muss zugeben, dass es ziemlich aufregend ist, in einem Erkundungsteam zu sein. Ja. Wir haben auch bisher viel gemacht, ne? Und ich habe viel Spaß mit Vulpix. Nein. Aber noch wichtiger ist, wer bin ich? Wie bin ich zu einem Pokémon geworden? Wieso lag ich bewusstlos am Strand? Und ich bin auch müde. Tja, es bringt jetzt nichts, darüber nachzudenken. Ich konzentriere mich fürs Erste besser auf die Arbeit in der Gilde. Wenn ich das tue, sollte sich alles irgendwann aufklären. Mit der Zeit komme ich den Dingen sicher auf den Grund. Spielstand erfolgreich. Hier speichert. Tipp für Erkundungsteams. Du kannst deinen Spielstand ab jetzt speichern, indem du dich zu deinem Bett begibst. Willst du also deinen Spielstand speichern, geh einfach zu deinem Bett. Korrekt. Am nächsten Morgen... Hey! Hey, ihr! Raus aus den Federn! Mir brummt der Schädel. Was für eine lächerlich laute Stimme. Ist was das Trommelfell geplatzt? Wieso seid ihr immer noch im Bett? Wacht auf! Meine Armbogen. Na los, raus aus der Falle! Ich bin Kakelo! Ich bin auch ein Lehrling! Wenn ihr zu spät zum morgendlichen Einfassen kommt, werdet ihr es bereuen! Also los! Unser Gildenmeister Knuddelhof ist sehr temperamentvoll, wenn ihr ihn reizt. Oh Mann, das wäre vielleicht eine gruselige Szene. Schon bei der Vorstellung kriege ich Gänsehaut! Oh Backe! Also... Aber wie auch immer! Ich werde mir keinen Ärger einhandeln, weil ihr Neulinge zu spät kommt! Also kommt in die Gänge! Ja, ist doch ein guter Wecker. Immerhin wird man schön wach. Meine Arme umklingeln immer noch. Von was hat er geredet? Irgendwas von Aufstehen? Oh ja. Wir haben uns ja bei der Knuddelhof-Gilde als Lehrlinge eingeschrieben. Aber das heißt ja, wir haben verschlafen, Kopfschuldrack. Ja, GG. Ihr habt euch verspätet, Neulinge. Gosh. Du hast eine geradezu lächerlich laute Stimme. Alle scheinen anwesend zu sein. Sehr gut, kommen wir zur morgendlichen Ansprache. Gildenmeister, die Gilde ist komplett anwesend. Vielen Dank, Gildenmeister. Wende dich bitte an die Gildencrew. Ja. Schnarchgeräusche einbinden, die nicht cringy sind. Gildenmeister Knuddelhof überrascht mich immer wieder. Ja, allerdings. Yep, er wirkt hellwach. Seine Augen sind offen, aber er schläft tief und fest. Vielen Dank, Meister. Wir alle schätzen deine weisen Worte. Okay, Pokémon, nehmt euch des Gildenmeisters weise Worte zu Herzen. Läuft bei ihm. Und nun, vergesst nicht den morgendlichen Jubelruf. Alles zusammen. Und 1 und 2 und 1 und 3. 1, 2 und 3. Erstens, nicht den Plagen entsagen. Zweitens, willst du kneifen, müssen wir dich schleifen. Drittens, mit einem Lachen werden wir es machen. Gut, Pokémon, an die Arbeit. Hurra! Die verpissen dich einfach. Ja, und da sind wir. Endlich können wir uns mal frei bewegen. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, wir gehen mal hier unten hin. Oh. Hey, jagt nicht einfach so herum zu spazieren. Wir sind immer noch im Tutorial. Kommt mal mit ihr zwei. Ihr seid Anfänger. Wir geben euch zum Anfang einen Auftrag.
Dies ist das Drop-Infobrett. Pokémon aus unterschiedlichen Regionen bieten ihr Drops an. Ihr wisst, dass zurzeit immer mehr bösartige Pokémon auftauchen, nicht wahr? Ja, weil der Fluss der Zeit auseinandergerät, entsteht Chaos, richtig? Und darum tauchen so viele bösartige Pokémon auf. Der Fluss der Zeit gerät durcheinander? Zeit? Also Stunden und Minuten? Soll das heißen, hier ist etwas mit der Zeit schiefgegangen? Und deswegen gibt es immer mehr bösartige Pokémon? Was geht hier noch vor? Genau, weil die Zeit aus dem Gleichgewicht gerät, gibt es eine Flut von bösartigen Pokémon. Vielleicht liegt es daran, wer hat meinen Anstieg bei den angebotenen Jobs bemerkt. Ja, ist doch eigentlich gut für euch, warum beschwert ihr euch dann? Und dann ist da noch etwas. Man weiß nicht, ob es mit der Zeit zu tun hat. Es gibt auch eine regelrechte Flut von Mystery Dungeons. Mystery Dungeons? Also, Drake, erinnerst du dich an gestern, als wir mein Reliquienfragment zurückgeholt haben? Der Ort, an dem wir es gefunden haben, war ein Mystery Dungeon. Ein Mystery Dungeon ändert sich jedes Mal, wenn man ihn betritt. Jedes Mal sieht er anders aus und enthält andere Items. Gehst du in einem Dungeon K.O., verlierst du die Hälfte deines Geldes. Du kannst sogar die Hälfte deiner Items oder mehr verlieren. Ich sag euch, meistens verliert man alles. Und dann hat man ziemlich verschissen. Weil, ja, Items kriegt man nicht so easy. Und du wirst aus dem Dungeon geworfen. Diese Orte sind sehr seltsam. Aber jedes Mal, wenn du einen betrittst, gibt es neue Dinge zu entdecken. Sie eignen sich fantastisch zum Erkunden. Tja, du bist ganz gut informiert, nicht wahr? Das erleichtert mir die Erklärung aber einiges. Alle Jobs finden in Mystery Dungeon statt. Also, lasst uns einen Job für euch suchen. Ah ja, vielleicht dieser? Oh, wirklich? Lasst es uns lesen. Hallo, mein Name ist Spoink. Ein Galove ist mit meinem wertvollsten Besitz abgehauen. Mit meiner kostbaren Perle. Diese Perle bedeutet mir so viel wie mein Leben. Ich kann mich nicht einfach beruhigen, solange diese Perle nicht auf meinem Kopf ist. Da, wo sie hingehört. Eigentlich gehört sie in den Perlu, aber pst. Doch ich habe gehört, dass meine Perle gesehen wurde. Sie soll sich auf einer felsigen Klippe befinden und diese Klippe soll sehr gefährlich sein. An einem so furchterregenden Ort könnte ich niemals gehen. Oh, liebe Leser, wärt ihr so freundlich, zu dieser Klippe zu gehen und meine Perle zurückzuholen? Ich flehe um eure Hilfe, Erkundungsteams von Spoink. Moment mal. Wir holen ein Item zurück, das jemand verloren hat? Ich dachte, wir kämpfen direkt gegen die Eiger. Ich würde gerne ein größeres Abenteuer erleben. Ich würde lieber Schätze suchen oder unbekannte Orte erkunden, solche Sachen. Kosch! Oh mein Gott! Es ist wichtig, dass ihr Neulinge eure Pflicht tut. Jetzt passt auf! Ich wiederhole meine Warnung, damit ihr euch die behaltet. Ihr werdet aus einem Dungeon geworfen oder zurückgeschickt, wenn einer von euch besiegt wird. Verliert die Hälfte eures Geldes. Und ihr riskiert die Hälfte oder vielleicht mehr eure Items zu verlieren. Gebt also Acht. Habt ihr das alles verstanden? Dann schlage ich vor, ihr nehmt den Job in Angriff. Das muss der Eingang zur Klippe sein. In der Beschreibung von Spoink stand, dass die Perle tief unten auf Ebene U7 liegt. Angeblich ist der Ort sehr gefährlich. Lasst uns sehr vorsichtig sein. Geben wir unser Bestes, Drake. Feuchtklippe U1. Du und dein Partner können ab jetzt jeder ein Item halten. Mit dem Schatzbeutel könnt ihr nun auch 16 Items im Inventar aufbewahren. Items wie zum Beispiel ein Band wirken nur, wenn sie gehalten werden. Nutze im Menü unter Items die Option geben, um das Item weiterzugeben. Schauen wir doch mal, was wir da haben. Zinkband erhöht Spezialverteidigung und Hellblauband. Info, genau, das hört eigentlich alles. So. Dann geben wir das mal Vulpix. Jetzt nehme ich auch eigene Gewasser-Pokémon, die vielleicht spezial angreifen. Und dann nehme ich das. So, und dann let's go. Machen wir die Locken da kalt. Oh mein Gott, war das heftig.
erzähle jetzt mal nicht, was im anderen Versuch hier passiert ist. Drake erreicht Level 6. KP von Drake steigen um 3. Angriff von Drake steigen um 2. Wert Verteidigung von Drake steigt um 2. Spezialangriff von Drake steigt um 2. Zahlverteidigung von Drake steigt um 2. Ja, und hier dasselbe. Geschafft, ich bin aufgestiegen. Das lese ich, denke ich, nicht jedes Mal vor. War ja auch ein bisschen lame, ne? Für Videozeitstrecken. Ist ein Apfel oder ein Gummibonbon, bevor dein Magen leer ist und dadurch ein K.O. droht. Öffne den Schatzbeutel und wähle Essen aus. Genau, das ist ein weiteres Feature aus Mystery Dungeon. Durchlaufen und besonders durch Sprinten können es auch schnell bewegen. Genau so. Das verbraucht halt mehr Hunger. Kleinkiesel wirft man aus der Distanz auf Gegner. Verwende dazu die Fixierung-Option. Halt zum Werfen L und drücke dann R. Kleinkiesel und Stöcke lassen sich in Stapeln von bis zu 99 Stück mitführen. Stell also sicher, dass dein Schatzbeutel nach dem Öffnen durchdrücken und Select zu sortieren. Ja, das werde ich, denke ich, nicht nutzen, da ich noch nicht so an die Tastatursteuerung gewöhnt bin. Aber das kann man theoretisch eine Schnellauswahl haben. Was ich eigentlich sagen wollte, Ist Äpfel oder Gummibons, wenn du Hunger hast, mit einem leeren Magen gehst du K.O. Beachte also die Magenanzeige im Menü. Ja. Wir sagen, das Spiel hat mir schon alles abgenommen, ich sollte am besten meine Fresse halten. Teammitglieder erhalten Erfahrungspunkte EP durch Besiegen von Gegnern. Sammeln sie genügend EP, steigen sie ein Level auf. Ein Pokémon verfügt über mehr KP, bessere Statuswerte und eventuell neue Attacken, wenn es aufsteigt. Häufiges Kämpfen lohnt sich. Diese Gummibonbons, vielleicht erklärt er das später noch, aber die haben auch einen Spezialeffekt. Es gibt nämlich auch gewisse IQ-Werte. Genau, erhöht den IQ. Das sind quasi extra Fähigkeiten, die meistens positiv sind. Und ja, dadurch bekommt das Pokémon quasi mehr Skill oder so. Nahrungsmittel, das den IQ eines Teammitglieds dauerhaft erhöht. Feuer-Pokémon mögen es besonders. Das heißt, es ist für Feuer-Pokémon effektiver und deswegen geben wir das doch gleich mal Vulpix. Na gut, Essen ist besser. Magen von Vulpix ist unverändert, das Gummibonbon schmeckt sehr gut. Sein IQ steigt merklich. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, oder nein, ich habe es noch nicht erwähnt, aber falls ich es noch nicht bemerkt habe, das Spiel spielt in der Gen 4. Das heißt, es gibt alle Pokémon, das ist nämlich eine Auswahl aus allen Regionen. Bis zur Gen 4. Was auch, by the way, meine Lieblings-Gen ist. Poké ist die Währung dieser Welt. Sammle und spare Geld, um nützliche Items zu kaufen. Ja. Mehr gibt's da eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, doch, vielleicht, das bekommt man von Jobs natürlich, die man erledigt. Oder halt findet man ihn dann. Das ist aber hauptsächlich von Jobs. Um zusätzliche EP zu erhalten, muss ein Pokémon im Kampf neben Angriffen mit A mindestens eine Attacke verwendet haben. Nutze die Option Attacken im Menü, um eine deiner Attacken anzuwenden oder eine Attacke für einen schnelleren Zugriff zu fixieren. Halte L und drücke A, um die fixierte Attacke einzusetzen. In späteren Games ist es noch besser gemacht. Aber ja. Hier muss man es halt immer übers Menü oder Fixierung machen, wovon ich kein Fan bin. Habe ich ja schon erzählt. Ich denke, ich führe auch gleich mal diese Kleinkiesel hier vor. Ja, das ist ein guter Moment. Dann gehen wir auf Items und werfen die Kleinkiesel. Gut. Vielleicht beim nächsten Versuch. Also normalerweise, wenn es in einer halbwegs Linie ist oder in seiner Sichtweite, meistens beides, dann kann der auch den Gegner automatisch anfixieren. Und dann wirft er quasi das Item, ist wie eine normale Attacke, aber manchmal macht es halt mehr Schaden.
Beziehungsweise du kannst dem Gegner schon Schaden zufügen, während er noch nicht bei dir ist. Und ja, dann kannst du ihn auch schon mal schwächen, bevor du in Attackenreichweite bist. Das Item Heilsam heilt viele Statusprobleme. Um es zu verwenden, drücke X, wähle das Item unter Items und danach Essen aus. Ja, ein weiteres Feature. Es gibt in den Leveln anstatt Mauern auch manchmal eben solche Wasser oder manchmal Lava. Und es gibt auch Pokémon, die über Schluchten oder Mauern fliegen können. Geister-Pokémon, um genau zu sein. Und hier Wasser-Pokémon können im Wasser schwimmen. Und Feuer-Pokémon können über Feuer gehen. Trick erreicht Level 7. Mein Level ist gestiegen. An mir muss man erstmal vorbeikommen. Weiter geht's. Ja, es gibt auch verschiedene Feldeffekte oder ja, Statusveränderungen. Die sieht man hier an diesem Symbol. Kann man aber auch im Menü nachschauen. Also ihr seht schon, das Spiel ist nicht so simpel, wie es vielleicht aussieht. Schon relativ strategisch später zumindest. Anfang ist es natürlich ein bisschen Attacken gespammt vor allem. Aber es gibt schon einiges in den nachfolgenden Spielen, die ich vielleicht auch zocke. Mal sehen. Ja, wird das auch noch erweitert. Top Elixier. Top-Elixier stellt die Angriffspunkte AP wieder ganz her. Drücke X, wähle das Item unter Items und trinke danach wähle danach trinken aus. Das habe ich ja schon eben erwähnt. Sind die KP eines Pokémon niedrig, riskiert es, durch weitere Gegentreffer K.O. zu gehen. Also nicht sie weg, bevor das passiert. Ihr seht ja hier so ein, der steht quasi an der Ecke. Und hier steht das Pokémon. Es gibt manche Attacken, die kann man darüber schicken. Oder Steine, die man da werfen kann. Aber manche prallen auch an der Ecke ab. Und dann kann dieses Pokémon quasi nicht angreifen. Ah ja, und man kann ja auch mit ihm reden, aber das bringt meistens nichts. Das ist vielleicht ganz gute Möglichkeit, um das mal eben zu Wenn wir Y drücken, auf normalen DS, dann kann man auch so die Richtung auswählen, dann riskiert man nicht, sich zu bewegen. Und dann gehen wir mal auf Items und werfen einen kleinen Kiesel. So sieht das aus. Und jetzt konnte ich ihn schon killen und hier mache ich, denke ich, nochmal dasselbe. Manchmal schlagen die auch fehl. Hat trotzdem gereicht. Hier haben wir den Top-Elixier und noch meine Sinebeere. Ach, wir hatten noch gar keine. Das ist eine Sinebeere, nicht wahr? Moment mal, da ist ja gar kein N, das ist ein M. Das ist ein Plagiat-Item, Simelbeere. Ja, das ist mir natürlich sofort aufgefallen. Du solltest dir immer genau die Beschreibung des Items ansehen, um sicherzustellen, dass du auch das richtige und kein Plagiat-Item hast. Das stimmt in der Tat, die Plagiat-Items, die haben nämlich immer einen negativen Effekt. Nahrungsmittel, das Schaden verursacht. 14 Magen, das Pokémon ein wenig. Ja, Schaden, okay. Ich dachte gerade, was ist der negative Effekt? Ja. Weiß nicht, soll ich das behalten? Als Sammelstück quasi. Ja, das ist mir eigentlich was gefährlich im Moment. Ich bin eh wieder. Nein, hallo, lass es liegen. Ablegen. Danke. Ist mir eigentlich was gefährlich. Ich bin eh zu dumm.
Isst du Warpsamen, wirst du auf ein zufälliges Feld derselben Ebene versetzt. Auf einen Gegner geworfen, wird dieser versetzt. Das ist nämlich auch eine Sache. Man kann nämlich Items auch auf Gegner werfen. Ich werde jetzt das hier nicht demonstrieren. Also man kann Samen auf Gegner werfen. Und dadurch bekommen die Effekte mit. Damit werde ich es jetzt nicht demonstrieren, aber wir werfen mal wieder einen Flykiesel. Ihr werdet sehen, das mache ich auch ziemlich häufig, wenn ich die Möglichkeit habe. Es gibt auch stärkere Versionen von Kleinkiesel. Das nennt sich Georock Brock vielleicht. Erinnert euch ja erst an etwas. Pirsifbeere. Die Pirsifbeere heilt vergiftete und schwer vergiftete Pokémon. Drücke X, wähle sie unter Items und danach die Option Essen aus. Ja. Meine Leseskills sind mal wieder on point. Durch Verändern der IQ-Fähigkeiten und Taktik wird der Partner zu einem besseren Mitspieler. Das geht im Menü unter Team. Du kannst auch die Option An-Aus verwenden, um deinem Partner das Einsetzen von Attacken zu untersagen. Das ist ein weiteres strategisches Element, nämlich manchmal ganz nützlich. Damit kannst du nämlich auswählen. Später kannst du zum Glück noch mehr auswählen, aber hier ja, kannst du immer schon wenige Sachen machen. Mit IQ-Wert wird diese Liste auch noch erhöht, denke ich. Ja, als erstes können wir aber nur diese drei Sachen auswählen. Wir sind ein Team heißt einfach, ja, der normale Spielstil, der folgt dir. Aber gleichzeitig greift er auch an und ja. Ja, so geht man aus dem Menü. Sehr gut. Okay. Damit hätten wir das auch geklärt. Ich kann auch kurz die EQ-Fähigkeiten zeigen. Hier sind die ganzen Fähigkeiten aufgelistet. Im Moment sind das die normalen Fähigkeiten. Hier, der kann Item aufheben. Hier kann Attacken nutzen. Hier kann Weg folgen. Und das hier so ja, verwenden. Okay. Also, du kannst quasi die Fähigkeiten vom Mitspieler erlauben oder ausstellen. Und das ist praktisch für manche Situationen, die vielleicht nicht häufig vorkommen, aber ist gut zu haben. Eine grüne Bohne. Bei Gelegenheit kann ich ja auch mal den Silberblick zeigen. Das ja, verändert einfach die Statuswerte vom Gegner. Ist ja am Anfang jetzt noch nicht so sinnvoll. Aber man kennt ihn halt, ne, den Silberblick. Macht halt dasselbe wie im normalen Pokémon-Spiel auch in dem Fall. Kohle grabben wir uns natürlich und den machen wir auch immer an, weil das gibt schöne EP. Die wir später sicherlich noch brauchen. Ja. Wieder einen Warpsamen. Wie ihr gerade gesehen habt, ein Pokémon kann auch zurückschrecken. Ja. Also ihr seht, es gibt eine Menge Parallelen zum normalen Game. Das muss die Perle von Spoink sein. Schnell, bringen wir sie zurück. Oh, das war einfach. Danke. Diese Perle muss auf meinem Kopf liegen. Seht ihr? Sie hat mir so gefehlt. Ich konnte mich einfach nicht beruhigen, solange sie nicht da oben war. Ich sprang und fehlte nur so durch die Gegend. Darum habe ich jetzt überall blaue Flecken. Aber dank euch ist dieser Albtraum nun vorbei. Ich bin euch aufrichtig dankbar. Das Team von Drake erhält ein Protein zur Belohnung. Geil, ein einziges Protein. Außerdem erhältst du ein Calcium. Außerdem erhältst du ein Eisen. Du erhältst außerdem 2000 P. Unglaublich! Hey, wow, 2000 P? Erstmal Urlaub auf Mallorca. Das ganze Geld ist für uns? Natürlich, natürlich. Es ist wertlos für mich, verglichen mit meiner Perle. Leb wohl. Auf
Frage. Wie gibt er die Leiter auf? Naja. Wir sind reich, Drake. Einfach so, reich. Gut gemacht, Team. Nun überreicht mir das Geld, wenn ich bitten darf. Was? Der Großteil des Geldes, das durch Jobs verdient wird, geht an den Gildenmeister. Und der Anteil eures Teams an dem Geld beläuft sich auf... Hä? Wir kriegen nur 200p? Das ist nicht fair. Nun ist die Regel der Gilde. Ihr müsst euch damit abfinden. Ihr müsst ja auch irgendwie ihre Gucci-Taschen finanzieren, ne? Und ihre Goldkisten. An alle. Danke, dass ihr gewartet habt. Ich bin mit den Essensvorbereitungen fertig. Alle herkommen, Essenszeit. Alles klar. Ja, das lese ich jetzt mal nicht vor. Aber man sieht, wir haben auf jeden Fall Spaß mit dem, was sie da auch meisten Beeren wahrscheinlich. Oh, ich habe fertig gegessen. Ein hervorragendes Mahl. Ich bin voll und jetzt werde ich ganz schläfrig. Ja, ich gehe da mal ins Bett. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Und ja, während ich hier penne, würde ich dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dieser hat jetzt etwas Überlänge. Ich finde das eigentlich ganz gut für eine erste Folge, weil ja, Tutorial und so ist halt nicht so spannend. Da kriegt man auch was mehr Inhalt rein. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn euch das hier gefallen hat, ja, lasst halt eine Bewertung da, ne? Standardgedudel. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt auch gerne ein Dislike da lassen, das hilft dem Video genauso. Und ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich höre schon auf, eure Intelligenz zu beleidigen.